Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte über Trends in der Entwicklung unserer Zivilisation sprechen, die an der Oberfläche liegen. Gleichzeitig bleiben sie aber auch unbemerkt, weil sie von den Medien zum Schweigen gebracht werden. Die Realität, in der wir leben, ist nicht mehr dieselbe wie noch vor ein paar Jahrzehnten. Die Veränderungen vollziehen sich sehr schnell und beschleunigen sich auf eigentümliche Weise. Jeder kennt zum Beispiel den Begriff Biosphäre als Lebensraum von Lebewesen. Aber nur wenige Menschen wissen oder denken darüber nach, dass es auch das Konzept der Technosphäre gibt. Die Technosphäre ist die Gesamtheit der Errungenschaften des Technogenen. Das beginnt bei Haushaltsgeräten und endet bei Lebensmitteln. Alles, womit die Technosphäre in Berührung kommt, erfährt eine nicht immer sichtbare, aber entscheidende Transformation. Einschließlich der Menschen selbst. Das ist keine Frage der Umweltökologie. Es gibt noch ein weiteres, aber nicht minder schwerwiegendes Problem, denn es ist noch nicht explizit offengelegt und bedroht das Kostbarste, was der Mensch hat, seine Freiheit und Individualität. Dies sind Fragen der Ökologie des Geistes, die aus irgendeinem Grund nur wenige Menschen interessieren. Die Aufmerksamkeit wird auf Themen gelenkt, die irrelevant und unwichtig sind. Während sich die Welt von hinten betrachtet rasant verändert, mag es so aussehen, als ob nichts passiert. In der Tat, es tut sich etwas. Äußerlich zeigt sie sich nicht in einer bestimmten Form. Alles scheint seinen Lauf zu nehmen. Unsere Zivilisation folgt dem Weg des technischen Fortschritts. Aber in Wirklichkeit ist der Fortschritt in der Form, in der seine Früchte dem Menschen zugutekommen, bereits beendet und hat sich in die Richtung bewegt, die dem technogenen System als sich selbst entwickelnde Struktur zugutekommt. Das System begann, wie ein Tumor, von sich aus aktiv zu wachsen, nun unabhängig vom menschlichen Willen. Alles deutet darauf hin, dass der Prozess außer Kontrolle geraten ist. Als die Zivilisation den Weg der technogenen Entwicklung einschlug, begannen solche Gesetze, die sich zuvor in keiner Weise manifestiert hatten, zu wirken. Die Wirkung dieser Gesetze führt nun dazu, dass ihre Sphäre immer mehr in die Matrix einbringt. Die Matrix ist eine Art Konglomerat, ein System, in dem der Mensch die Rolle einer Batterie übernimmt, die dieses System mit Energie versorgt. Filme wie Matrix und Surrogate sind überhaupt keine Fantasie, sondern unsere nahe Zukunft. Und es geht nicht einmal um die Technologie, mit der man sich umgibt. Wenn sich die Menschen im allgemeinen Informationsfeld befinden, das durch alle Arten von Massenmedien geschaffen wird, sind sie dem System ausgeliefert. Nicht mehr der Mensch kontrolliert das System, sondern das System kontrolliert ihn vollständig und unterwirft ihn sich selbst. Im universellen Netz der Informationen ist dies leicht möglich. Wer könnte davon profitieren? Niemand. Der Mensch ist einfach daran gewöhnt zu denken, dass alles, was um ihn herum geschieht, auf den Willen anderer Menschen zurückzuführen ist. In Wirklichkeit entwickelt sich das System von selbst weiter. Wer regiert den Dschungel? Niemand. Sie wachsen und leben so, wie es von ihnen erwartet wird, denn die Pflanzen haben sich zusammengeschlossen und versucht, allein zu existieren. Dieses System hat jedoch die folgenden Vorteile. Sie muss einen Punkt des stabilen Gleichgewichts erreichen, um sich zu einer optimalen Struktur zusammenzufinden, in der Menschen, wie Cyborgs, ihre Existenz erhalten. Was ist dafür erforderlich? Die Zellen der Matrix müssen mit gefügigen Elementen gefüllt werden, und diese Elemente müssen erstens nicht ganz gesund sein, sodass sie keine freie Energie haben, und zweitens nicht ganz zurechnungsfähig. Und dass sie nicht verstehen, wo sie sind. Es muss genügend Energie und ein bewusster Wille vorhanden sein, um seine Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen. Weder mehr noch weniger. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum so viele Menschen nach der Arbeit nichts anderes wollen, als auf dem Sofa vor dem Fernseher zu versinken? Diese Art von Müdigkeit ist alltäglich. Man gewöhnt sich daran. Aber ist das normal? Nein. Gewöhnlich bedeutet nicht normal. Ist Ihnen schon einmal in den Sinn gekommen, warum das Leben eines modernen Menschen zwischen 20 und 40 Jahren buchstäblich in eine Schere fällt? Als Berufseinsteiger will sie niemand haben, weil sie keine Erfahrung haben. Und nach 40 werden sie nicht mehr gebraucht, weil sie erschöpft sind. Aus dem gleichen Grund ist das andere Geschlecht nach 40 Jahren nicht mehr an ihnen interessiert. Ist das wieder normal? Gewöhnlich, ja. Aber hier stimmt doch etwas nicht, oder? Nun, es muss noch etwas geben, was dem vom Menschen geschaffenen System zugutekommt. Die Reduzierung der Bevölkerung. Man sollte meinen, dass eine Verringerung der Zahl der Verbraucher zu einer Verringerung der Erträge führen sollte, die das System von ihnen erhält. Wenn sich das System jedoch zu einer Matrix zusammenfügt, werden die überlebenden Verbraucher zu ähnlich kontrollierten Mechanismen und die Gesellschaft wird vollständig kontrollierbar.
Das ist der Sinn und Zweck eines solchen Roll-UPLs. Auch hier stellt sich die Frage, steckt jemand hinter all dem? Es ist jetzt in Mode, über vage Gerüchte über eine bestimmte Weltregierung zu sprechen, die auch als Bilderberg-Club bekannt ist und aus den reichsten und einflussreichsten Menschen des Planeten besteht. Aber das ist nur ein Trick des Systems, um die Aufmerksamkeit abzulenken. Viele glauben naiv, dass das Problem gelöst ist, wenn diese Handvoll Emporkömmlinge, die insgeheim die gesamte Erdbevölkerung versklaven wollen, ausgeschaltet wird. Das ist nicht der Fall. Und wenn man die Spitzen des Unkrauts in einem Gemüsegarten ausreißt, verschwindet es dann? Die Menschen an der Macht sind noch mehr Marionetten des Systems als seine einfachen Mitglieder. Das System zieht die Fäden bei Ersteren direkt und bei Letzteren indirekt durch Werbung, falsche Ziele, Fehlinformationen und so weiter und so fort. In der modernen Gesellschaft kommt es nicht vor, dass jemand etwas Globales plant, wie zum Beispiel einen Krieg, und es dann nach einem persönlichen Plan durchführt. Der Bankier wird nicht in der Lage sein, ein solch kostspieliges Vorhaben zu finanzieren, es sei denn, eine geeignete Gruppierung kommt an die Macht. Und das wiederum wird sich nicht durchsetzen, wenn nicht die richtigen Bedingungen dafür gegeben sind. Alles im System ist miteinander verknüpft und verflochten. Aber die Gründe sollten nicht einmal in den Bedingungen selbst gesucht werden, sondern viel tiefer dort, wo diese Bedingungen ihren Ursprung haben. Wie werden die Systempläne nun umgesetzt? Ganz einfach. Erstens, indem sie die Aufmerksamkeit der Masse der Bevölkerung manipulieren. Und zweitens, noch einfacher durch die Nahrung, die sie zu sich nehmen. Aufmerksamkeitsmanagement ist die wirksamste Methode der Kontrolle. Es ist nicht einmal notwendig, eine besondere ideologische Propaganda zu betreiben. Es reicht völlig aus, wenn der Esel an eine Karotte denkt, sie ihm vor die Nase hängt und er gehorsam folgt, wohin er geht. Das Prinzip besteht darin, dass die Aufmerksamkeit auf die Informationen gelenkt wird, die für das System von Nutzen sind, und dass die wesentlichen Fragen von Dingen abgelenkt werden, die nicht wesentlich sind. Es gibt viele Beispiele dafür, wie das gemacht wird. Sie erfinden alle möglichen Krankheiten, gegen die jeder dringend behandelt werden muss. Und das Krebsproblem, das von Jahr zu Jahr akuter wird, ist weit von der zentralen Lösung entfernt. In diesen Tagen wird sehr oft in den Nachrichten berichtet, dass endlich ein Heilmittel für Krebs gefunden worden ist. Es ist lustig und traurig zugleich. Und immer wieder sterben Menschen. Die ursprüngliche und eigentliche Ursache wurde bereits 1931 entdeckt. 1931 von Dr. Otto Warburg, für den er den Nobelpreis erhielt. Aber das war schnell vergessen, dass sich die Biosphäre bereits speziell zur Technosphäre entwickelt hat, und was bedeutet das? Auch das bedeutet nicht, dass die Medien heimlich in die richtige Richtung gelenkt werden. Alles geschieht von selbst, so wie es im Dschungel sein sollte. Es ist nicht so einfach, die Aufmerksamkeit des modernen, mit Informationen überfrachteten Menschen zu gewinnen. Was ist der einfachste Weg, ihn anzuziehen? Das, was beunruhigt, alarmiert, ängstigt. So funktionieren die Medien, aber unbewusst, auf der Ebene der Instinkte der Journalisten. Die Kontrolle ist so unsichtbar, subtil und natürlich, dass niemand etwas vermutet. Ehe sie sich versehen, werden die Elemente des Systems mit elektronischen Chips versehen und vollständig kontrollierbar gemacht, wie Kaninchen in einem Käfig. Es werden nur die Chips implantiert. Natürlich nicht im Kopf. Es ist wieder ein Trick, um die Aufmerksamkeit abzulenken. Sollen die Leute doch ihren Spaß haben und gegen diese unmenschlichen Maßnahmen protestieren, die Menschen ihre Rechte berauben. Alles wird auf eine viel kultiviertere Art und Weise geschehen. Zum Beispiel durch Führerscheine oder Bankkarten, ohne die Kaninchen einfach nicht existieren können. Man wird ihnen sagen, dass es zu ihrem eigenen Wohl, ihrem Komfort und ihrer Sicherheit ist. Und die große Mehrheit wird wie immer den ganzen Unsinn glauben, der ihnen aufgedrängt wird, und gehorsam zustimmen. Es sieht so aus, als ob mit Informationen alles mehr oder weniger klar ist. Was hat das mit Lebensmitteln zu tun? Kann sie wirklich zum Regieren verwendet werden? Bertrand Russell, der englische Philosoph und Pazifist, schrieb vor langer Zeit, dass es mit Hilfe einer speziellen Diät und medikamentöser Behandlung durchaus realistisch ist, einen Typus von Menschen zu schaffen, der so fügsam ist wie die Schafe in der Herde. Hier ein konkretes Beispiel. Die amerikanische Regierung erklärt 1974 die Aufgabe der Bevölkerungsreduzierung in der Dritten Welt zu einer Angelegenheit der nationalen Sicherheit. Wie also sollte eine solche Politik umgesetzt werden? Das nationale Sicherheitsmemorandum der USA empfahl neben der Provokation von Kriegen ausdrücklich den Einsatz von Nahrungsmitteln als Mittel zur Bevölkerungsreduktion. Lange vor diesem Memorandum hat das System zu Recht einen Trend wie die Eugenik hervorgebracht.
die Idee der Rassenhygiene und der Bevölkerungsreduzierung. Die ersten Versuche der Befürworter der Eugenik waren primitiv, menschlich und demokratisch, wie wir heute sagen. Und sie fanden ein lebhaftes Echo in der Ideologie des Narzissmus und des Stalinismus. Heutzutage wird das alles auf raffiniertere, fast elegante Art und Weise gemacht, isoliert, durch Chemie und genetisch veränderte Organismen. Zunächst entwickelten sie biologische Waffen, doch dann erkannten sie, dass es viel effektiver ist, friedlich zu handeln, Transgene Technologie. Das ist genial. Die Erfindung des Systems. Damit werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sie ist sowohl ein Mittel zur Bevölkerungsreduzierung als auch ein Mittel zur Untergrabung der Ernährungssicherheit einzelner Länder. Denn das Saatgut der veränderten Pflanzen keimt nicht mehr, sodass die Saatgutbank immer in den Händen von Konzernen ist. Eine perfekte Methode der Manipulation. Und es gibt keinen Grund, einen Krieg zu beginnen. Weigern Sie sich einfach, Saatgut an diejenigen zu liefern, die nicht gehorsam sind. Zur richtigen Zeit und machen Sie mit ihnen, was Sie wollen. Schon jetzt werden viele Länder buchstäblich in die Knie gezwungen. Das System verbessert ständig seine Methoden. Denn eine so primitive Politik der Eugeniker wie die Zwangssterilisation wird natürlich eine Welle des öffentlichen Protests auslösen. Aber auch das ist nur ein Trick, um die Aufmerksamkeit abzulenken. Eine Art Knochen, der dem Pöbel zugeworfen wird. Echte Methoden funktionieren heimlich und unauffällig. Sich der öffentlichen Meinung anzupassen und sich hinter vermeintlich humanen Zielen zu verstecken. Eine solche Nachahmung erscheint nach außen hin immer zweckmäßig. So ist beispielsweise die gentechnische Veränderung von Pflanzen notwendig und vorteilhaft, weil sie die Erträge erhöht und den Einsatz von Pestiziden überflüssig macht und den Einsatz von... Aber denken Sie darüber nach. Ist das etwas Schlechtes? In Wirklichkeit handelt es sich um einen Mythos, der von den Konzernen künstlich geschaffen wurde. Die Tatsachen zeigen, dass der Ertrag der fremdartigen Pflanzen viel geringer ist und dass es anstelle der alten Schädlinge und Unkräuter andere gibt, die vor nichts Angst haben und für die bereits neue Pestizide erfunden werden müssen. Auf den Feldern mit gentechnisch veränderten Sojabohnen herrscht Totenstille. Es ist kein Vogelgezwitscher und kein Summen von Insekten zu hören. Es gibt überhaupt keine Bewegung des Lebens, als ob die Pflanzen aus Plastik wären. Aber wer das alles nicht gesehen hat, hat auch keine Angst, Wurst zu essen. Sie wissen nicht einmal, dass Wurzutaten bereits fast allen Lebensmitteln zugesetzt sind. Fertiggerichten, Wurstwaren, Süßwaren, Milchprodukten, Müsli, Schokolade, Mayonnaise, Soßen und Getränken. Alle matronenhaften Lebensmittel, die man im Supermarkt findet. Sie schrecken nicht einmal davor zurück, es in Babynahrung zu geben. Aber nur wenige Menschen sind sich dessen bewusst, denn alle Informationen werden sorgfältig verborgen. Die USA haben sogar Gesetze erlassen, von denen eines den Aufbau von Obst und Gemüse im eigenen Garten verbietet und ein anderes verbietet, dass die Lieferung von wohlhaltigen Produkten entsprechend gekennzeichnet wird. Mit anderen Worten, die Menschen sind bereits faktisch beraubt, ihre Wahlmöglichkeiten beraubt. Sie essen, was ihnen gegeben wird, und schweigen. Klingt wild, nicht wahr? Das Interessanteste ist, dass sich die Politik der US-Regierung oder der Weltregierung, wie auch immer man es nennen mag, gegen die Länder der dritten Welt richtet. Unbeabsichtigte Folgen für die USA selbst hatte. Ein Drittel von Amerika ist bereits unfruchtbar. Ein weiteres Drittel der Amerikaner ist exorbitant fettleibig. Vor 30 Jahren war sie eine Laufnation, besessen von biologischen, natürlichen Lebensmitteln. Und wiederum ein Drittel nimmt Antidepressiva ein. Eine so einfache und offensichtliche Statistik. Und alle um uns herum nehmen naiv und leichtfertig an, dass dies normal ist. Es überrascht niemanden, dass das Syndrom der chronischen Müdigkeit und des Stresses zu einer Norm des Lebens des modernen Menschen geworden ist. Und das ist angeblich auch normal. Wie kam es zu einer solch dramatischen Veränderung? Interessiert sich denn niemand mehr für Bio-Lebensmittel? Der Grund dafür ist ganz einfach, synthetische Verarmung. Vor allem das in Amerika am weitesten verbreitete Fast Food, macht süchtig, im Prinzip nicht anders als Rauschgift. Die gesamte Weltbevölkerung besteht bereits aus hartgesottenen Schwuchteln. Eine weitere einfache Statistik. In den letzten Jahren ist ein Drittel der Bienen gestorben. Niemand weiß genau, warum das so ist. Mögliche Ursachen: elektromagnetischer Smog durch Mobiltelefone, transgene Pflanzen, Chemikalien oder möglicherweise alles zusammen. Was bedeutet das? Kein Honig. Nein, viel schlimmer.
keine Pflanzen, die von Bienen bestäubt werden. Mindestens 3/4 von ihnen. In einigen Provinzen China sind die Bienen durch Pestizide vollständig ausgerottet worden, sodass die Bestäubung der Kulturpflanzen dort buchstäblich von Menschenhand vorgenommen wird. Aber niemand kümmert sich um dieses Problem. Alle sind mit dem Mythos von 2012 beschäftigt, den die Maya schon vor langer Zeit erfunden haben. Das alles ist sehr traurig. Der Mensch, der sich als König der Natur wähnt, hat einen arroganten und zerstörerischen Versuch gestartet, eine einzigartige Biosphäre, die in Millionen von Jahren entstanden ist, umzugestalten. Verstehen Sie, was hier geschieht? Das ist so, als würde man einen Affen in ein Chemielabor lassen. Egal, was dieser Affe tut, sei es aus wissenschaftlichen oder superwissenschaftlichen Positionen oder Motivationen, es wird in eine Katastrophe enden. Der Hauptgedanke, den ich deutlich machen möchte, ist, dass wir nicht von konkreten Individuen regiert werden, wir treten einfach unbewusst und einvernehmlich in eine Matrix ein, in der das System vollständig kontrolliert wird. All dies geschieht unter dem Dach des demokratischen und humanitären Wandels, der im Rahmen der Zusammenarbeit, des Friedens, der Rettung der Menschheit und so weiter stattfindet. Der vom System versklavte Mensch verliert nicht nur seine Entscheidungsfreiheit, er beginnt genau das zu wollen, was für das System von Vorteil ist. Und dieser Prozess wird nicht absichtlich initiiert und gesteuert, sondern geschieht von selbst, nach den Gesetzen der Selbstorganisation des parasitären Systems, also synergetisch. Nur sehr wenige Menschen sehen und verstehen das. Die Herren vom Wildelbeck-Club mögen sich einbilden, sie könnten etwas kontrollieren, aber das ist ein Irrtum. Das System wird auch sie schlucken, und zwar in erster Linie sie. Die Situation ist schon lange außer Kontrolle geraten. Aber vielleicht haben sie das erkannt, denn es sind sicherlich einige sehr intelligente Menschen dort versammelt. Die neue Realität ist also nicht mehr dieselbe wie vorher und die Überlebensregeln sind nicht mehr dieselben. Wir sind in einer anderen Realität aufgewacht. Die Zivilisation hat eine scharfe Kehrtwende von der natürlichen menschlichen Natur zur technisierten Gesellschaft vollzogen. Und das hat sehr starke Auswirkungen auf die Menschen. Sie sind nicht mehr so sehr freie Individuen, sondern Elemente des Systems, deren Energie und Bewusstsein zu einem großen Teil unter der Kontrolle des Systems steht. Das technogene System ist in seinem Wesen absolut zerstörerisch, sowohl für die Biosphäre unseres Planeten als auch für den Menschen, seine Fähigkeiten werden blockiert, seine Möglichkeiten stark eingeschränkt, um ihn nicht daran zu hindern, sich so zu entwickeln, wie es das System braucht. Aber die Person sieht oder fühlt nichts dergleichen, denn die Operation wird unter Vollnarkose durchgeführt, in einem Zustand des Tiefschlafs, dessen sich der Patient wiederum nicht bewusst ist. Das Leben im technogenen System ist so aufgebaut, dass es das Bewusstsein verwischt und die Aufmerksamkeit vom wirklichen Zustand der Dinge wegführt. Ein Mensch in der Matrix sieht die Realität nicht so, wie sie wirklich ist, er versteht nicht, woher das Ganze was, warum und wieso kommt. Ihm fehlt es an Visionen, die einfach überspült werden. Wie wird dir das Bewusstsein getrübt? Sehr leicht. Erinnern Sie sich an das Märchen von Sindbad, dem Seefahrer aus Tausend und eine Nacht. Eines Tages kamen die Reisenden in ein Land, in dem die Einheimischen sehr gastfreundlich waren. Sie willkommen hießen und ihnen köstliche Speisen zu essen gaben. Sie aßen das Essen viele Tage lang, und allmählich wurden ihre Körper dick und ihr Verstand verschwommen. Sie haben aufgehört, die Realität objektiv zu bewerten. Wie sich herausstellte, wurden sie mit Schlachtvieh gefüttert. Ich wiederhole immer wieder, dass es so etwas wie Märchen oder Fiktion nicht gibt. Dies sind alles Aspekte unserer Realität, die sich verwirklicht haben oder verwirklichen werden. Was wir direkt hereinlassen, das heißt Nahrung, Wasser und Informationen, dient als direktes Werkzeug zur Unterdrückung der Klarheit des Bewusstseins. Wenn man natürliche Bohnen isst und reines Wasser trinkt, wird das Bewusstsein sehr spürbar geklärt. Das ist erwiesen. Wie wird die Aufmerksamkeit abgelenkt? In letzter Zeit haben Sie vielleicht festgestellt, dass die Menschen deutliche Anzeichen von Ablenkung, Vergesslichkeit und Unaufmerksamkeit zeigen. Sehr oft ist es so, als ob die Aufmerksamkeit schlaff geworden ist, die Menschen machen elementare Fehler, sind verwirrt über einfache Dinge und handeln unangemessen. Es ist, als ob jemand oder etwas einen Großteil der Aufmerksamkeit einer Person in Anspruch genommen hat. Es ist wie mit der Energie, wenn ein Mensch krank ist, ist der Löwenanteil seiner Energie damit beschäftigt, abgelenkt zu werden, um die Krankheit zu bekämpfen. Oder wenn eine Person eine überwältigende Last von Verpflichtungen auf sich genommen hat, ist der größte Teil ihrer freien Energie wiederum blockiert und für diese Verpflichtungen reserviert. In meinen früheren Büchern habe ich über das Aufmerksamkeitspendel geschrieben,
bei dem eine Person, die sich über etwas ärgert, sich Sorgen macht oder Angst hat, in einen Stupor zu verfallen scheint, in ihr Problem versinkt, wie in einen Traum und aufhört zu sehen und wahrzunehmen, was in ihrer Realität vor sich geht. Aber damals habe ich es noch nicht als Massenphänomen bezeichnet. Es handelt sich also eindeutig um ein Massenphänomen. Die Menschen schlafen überwiegend D.H. Sie verhalten sich buchstäblich wie in einem Traum, sie kontrollieren ihr Leben nicht selbst, sondern das Leben passiert ihnen. Ich sehe dieses Phänomen als besorgniserregendes Zeichen, denn vor 2 oder 3 Jahren war es noch nicht so ausgeprägt. Es gibt eine einfache Veranschaulichung der aufmerksamkeitsfördernden Wirkung. Wenn ein Unternehmen aufs Land geht, was ist das Erste, was es tut? Die Autotüren werden aufgerissen und das Radio auf volle Lautstärke aufgedreht. So seltsam es auch klingen mag, anstatt sich vom Stadtlärm zu erholen und der Stille des Waldes und dem Gesang der Vögel zu lauschen, wird das gleiche Trommeln im Gehirn eingeschaltet. Vielleicht sind wir alle solche Liebhaber von Musik oder aktuellen Nachrichten? Vergleichen Sie einen modernen Menschen mit einem Menschen, der vor 1000 Jahren lebte, als es noch keine Zeitungen, kein Kino, kein Radio, kein Fernsehen, kein Internet und keine Handys gab. Sie sind völlig unterschiedliche Menschen. Und der Hauptunterschied liegt nicht einmal im Niveau des Intellekts, der Höflichkeit oder der Bildung. Der Punkt ist, dass der moderne Mensch süchtig nach Informationen ist. Er kann auf den externen Informationsfluss nicht verzichten. Es ist dieser vom System erzeugte Fluss, der die Aufmerksamkeit erregt. Es mag den Anschein haben, dass Sie sich voll und ganz auf das konzentrieren, was Sie in diesem Moment tun, aber in Wirklichkeit ist nur ein Bruchteil Ihrer Aufmerksamkeit aktivieren. Das meiste davon ist jedoch durch einen unsichtbaren Faden mit dem Informationsnetz des Systems verbunden, der für den externen Kontrollfluss reserviert ist, wie ein Schließfach in einer Bank. Und ein anderer, nicht minder wichtiger Teil Ihrer Aufmerksamkeit ist blockiert, in einem Zustand des Winterschlafs. Die Blockade wird durch synthetische Lebensmittel ausgelöst, wie auch durch jedes andere chemische Produkt, das einen mehr oder weniger stark veränderten Bewusstseinszustand hervorruft. Mit dem Aufkommen und der Entwicklung künstlicher Methoden der Lebensmittelverarbeitung hat sich die Situation von Jahr zu Jahr verschärft. So ist es beispielsweise üblich, die geistigen Eigenschaften moderner Kinder, nämlich Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsdefizite, auf das Indigo-Phänomen zurückzuführen. In Wirklichkeit hat Indigo nichts damit zu tun. Hysterisches Verhalten, das heute bei Kindern von klein auf üblich ist, ist auf den hohen chemischen und synthetischen Gehalt von Supermarktnahrung zurückzuführen. Synthetische Lebensmittel sind genauso giftig wie Alkohol oder Drogen. So viel zum Thema Nervenkrankheit. So ein Kind klappert wie eine Wetterfahne im Wind. Er hat Schwierigkeiten beim Lernen, kann sich nicht konzentrieren und nicht still sitzen. Zu meiner Zeit, als wir Pioniere waren, konnten wir still sitzen. Meine Generation erinnert sich noch daran, dass man uns sogar zwingen konnte, mit gefalteten Händen auf dem Schreibtisch zu sitzen. Aber warum können die Kinder von heute das nicht? Ihre Stimmungen und Energien ändern sich ständig. Wie unterscheiden sie sich also von diesen Pionieren, von uns? Wir waren auch verzweifelt, aber wir konnten uns gut konzentrieren. Aber jetzt, würde ich sagen, sind die Kinder nicht mehr hektisch, was sie eigentlich sein sollten, sondern eher müde. Eines Sommers ging ich am Meer entlang und sah eine große Gruppe von Kindern, die offenbar aus einem Kinderlager kamen. Sie waren gerade erst hereingebracht worden, hatten sich ausgezogen und durften ins Wasser steigen. Ich machte mich darauf gefasst, dass ich gleich durch eine ungeordnete, wahnsinnige Menge schreiender, rennender, springender und hüpfender Monster gehen würde. Das stimmt nicht. Sie benahmen sich wie Rentner nach einer schweren Mahlzeit. Und das, obwohl das mehr Kinder in der Regel reizt. Natürlich hat jeder andere Kinder, und die Chemie wirkt bei Erwachsenen anders. Das Gesamtbild ist jedoch eindeutig, Vergiftung durch tote Kunststoffe, mit allen Symptomen, die diese Vergiftung begleiten und die bereits normal geworden sind. Es wird als normal angesehen, denn nach dem gesellschaftlichen Prinzip, wenn es jeder hat, dann muss es so sein. Aber sollte das so sein? Synthetische Produkte machen genauso süchtig wie Drogen. Die Zunahme der generativen Erkrankungen beispielsweise korreliert statistisch mit dem Aufkommen und der Entwicklung neuer Kochtechniken wie Konservierung, Raffinierung und allen Arten der chemischen Verarbeitung. Die Lebensmitteltechnologie hat sich nicht aus Nützlichkeitsgründen entwickelt, sondern nach den Grundsätzen. Schmackhaft, praktisch, modisch, jeder macht es. Zunächst wurden Getreide und Reis erfunden, um sie von der Schale und dem Keim zu befreien, der das Wertvollste enthält. Verarbeitete Getreideprodukte wurden weiß, zart und flauschig.
Einmal kam jemand zu Besuch und sah, was für bauschige Brötchen, was für schneeweiße Reis. Wie erstaunlich. Ich will auch welche. Sie wollten es alle. Und dann haben sie sich daran gewöhnt. Doch dann wurden sie krank. Aber niemand kam auf die Idee, diese neuen Krankheiten mit Veränderungen in der Lebensmitteltechnologie in Verbindung zu bringen. Fast niemand. Und bis zum heutigen Tag denken nicht viele Menschen darüber nach. Sie essen und werden krank. Sie werden krank und sie essen. Interessante Tatsache, im mittelalterlichen Frankreich, der Heimat der gehobenen Küche, war eine große Schüssel mit grünem Salat das Haupt- und Tagesgericht der einfachen Leute. Das gemeine Volk aß eine unprätentiöse natürliche Nische. Kulinarische Extravaganzen waren das Privileg des Adels, für den die Köche versuchten, etwas Besonderes zuzubereiten, während sie selbst in der Küche saßen und eine Schüssel mit Salat aus allen möglichen Kräutern mampften. Es war üblich, dieselben Kräuter den Gerichten der Meister nur zum Würzen und Garnieren hinzuzufügen. Krankheit und alle möglichen Gebrechen waren damals ein Zeichen von Adel. Es galt sogar als modisch, ein blasses Gesicht zu haben und den ganzen Tag im Bett zu bleiben, um unter dem Trübsinn und der Kränklichkeit der High Society zu leiden. Das war die Mode. Im Gegenteil, ein gebräuntes, gesundes, einfach aussehendes Gesicht war ein charakteristisches Merkmal der Unterschicht. Sie wissen, dass sie keine Zeit haben, um krank zu sein. Und ich habe jede Menge Energie. Es war üblich, den ganzen Tag zu schuften und es sich danach irgendwo in einem Heuhaufen gemütlich zu machen. Mit der Zeit verbreitete sich die raffinierte Küche jedoch überall, vor allem dank der gleichen Mode. So wurden beispielsweise Konserven erfunden, um Napoleons Armee mit praktischen Rationen zu versorgen. Doch dann kamen Konserven als eine der Errungenschaften des Fortschritts in Mode. Stellen Sie sich vor, die Leute sitzen an einem Tisch, an dem alle möglichen Dosen stehen. Und auch das Gespräch am Tisch drehte sich um Konserven, und welche Dosen hast du heute gegessen? Wir sind Sonntag und Sonntag. Was? Du isst keine Konserven. Du bist völlig lebensfremd. Zu Beginn war die Konservierungstechnologie auf eine lange Wärmebehandlung beschränkt. Aber dann wurden alle möglichen Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, Aromen, Zusatzstoffe und Aromen erfunden. Solche Lebensmittel machen nicht nur süchtig, sie verursachen eine starke narkotische Abhängigkeit, eine Bindung an den Trog. Und das Wichtigste ist, dass es für alle bequem ist, für Produzenten, Händler und Verbraucher gleichermaßen. Jeder sitzt auf der gleichen Nadel und zieht seinen eigenen Nutzen daraus. Aber dann wieder, sie essen und werden krank und essen. Es ist, als wäre der moderne Mensch nicht Homo sapiens, sondern eine domestizierte und absichtlich gefütterte Spezies, die keine Ahnung hat, womit und zu welchem Zweck sie gefüttert wird. Homo mancetus, das Haustier eines Menschen auf einem Bauernhof. Das System hat ein ureigenes Interesse daran, dass alle in der gleichen Formation laufen. Und diese Formation ist besonders leicht zu handhaben, wenn alle am gleichen Trog hängen. Und es ist auch leicht, diese Formation zu steuern, wenn alle die gleichen Ersatzziele verfolgen und die gleichen Probleme fürchten. Ein Blick in die Massenmedien zeigt ein völlig primitives Bild. Auf der einen Seite wird uns von allen Bildschirmen und Titelseiten ein Kult des Erfolgs und des Konsums aufgedrängt, während auf der anderen Seite gleichzeitig alarmierende Nachrichten verbreitet werden. Das ist die Art und Weise, wie das System funktioniert. Die vielleicht erschreckendste Nebenwirkung der vom Menschen geschaffenen Zivilisation sind degenerative Krankheiten und der damit verbundene frühe Tod. Chemikalien, Strahlung und Co. sind nicht spürbar, aber sie töten wirklich, nur langsam. Es ist ein langsamer Tod. Und es ist der Weg des Todes, nicht des Lebens. Man muss schon sehr naiv sein, um zu glauben, dass all diese synthetischen Annehmlichkeiten verloren gehen werden. Wir sind doch keine Androiden, oder? Aus irgendeinem Grund sind wir immer beeindruckt vom Tod einer berühmten Person, vor allem wenn sie im Leben sehr erfolgreich war. Aber nur wenige lassen sich von den Gesamtstatistiken beeindrucken, die immer im Schatten bleiben. Und die Statistik sieht wie folgt aus. In Russland sterben jedes Jahr 300.000 Menschen an Krebs. In den USA sind es 500.000. Die Bevölkerung eines kleinen Landes. Stellen Sie sich vor, jedes Jahr stirbt in jedem größeren Staat ein ganzes Land. Allein durch Krebs. Und jedes Jahr steigen diese Zahlen erheblich. Und in letzter Zeit ist eine deutliche Verjüngung der Krankheit zu beobachten. Nach Angaben der Zeitschrift New Scientist gelten bereits 40% der europäischen Bevölkerung als psychisch krank. Kaum zu glauben? Aber wenn man bedenkt, dass beispielsweise Depressionen bereits pandemische Ausmaße angenommen haben, braucht man sich darüber nicht zu wundern.
auch Allergien, Arthritis und Wirbelsäulenprobleme sind Massenerkrankungen. Allein in Russland haben in den letzten zwei Jahrzehnten 800.000 Menschen Selbstmord begangen. So sterben bei uns im Durchschnitt 40.000 pro Jahr nicht wegen Krankheiten, sondern weil sie denken, dass ein Weiterleben einfach unerträglich ist. Aber es sind nicht die Mühen des Lebens, ist nicht die Härte des Lebens, sondern die durch die Lebensmittelvergiftung verursachte Depression. Jeden Tag sterben 37.000 Menschen an den Folgen des Hungers. Alle 4 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger. Einst wurde uns versprochen, dass wir die gesamte Menschheit ernähren würden. Doch die Einführung von WFP ist nicht nur gescheitert, sondern hat auch zu weit verbreiteter Unfruchtbarkeit, ruinierten Landwirten und bestäubenden Insekten geführt, was katastrophale Folgen nach sich ziehen kann. Dies sind die bisherigen Statistiken, die jedoch nicht weithin bekannt sind und unter dem Radar bleiben. Aber es sind nicht einmal die Zahlen, die wichtig sind, sondern die Tatsache, dass es sich bei allen aufgeführten Krankheiten um degenerative Erkrankungen handelt. Das bedeutet, dass der Körper unter dem Ansturm der unnatürlichen und aggressiven Umweltbedingungen buchstäblich zerbröckelt und abgebaut wird. Der wichtigste Punkt, der nicht erwähnt wird, ist, dass der Ursprung all dieser Krankheiten, einschließlich des Selbstmordes, rein anthropogener Natur ist. In der Geschichte der Menschheit gab es vor der breiten Einführung der Technosphäre in allen Bereichen des Lebens, insbesondere in der Lebensmitteltechnologie, nichts dergleichen. Kyborg-Bewusstsein. Der Informationsfluss, den das System erzeugt, hat also eine aufmerksamkeitssteigernde Wirkung. Ein anderer, ebenso bedeutender Teil der Aufmerksamkeit ist blockiert, in einem Zustand des Winterschlafs. Die Verstopfung wird durch synthetische Lebensmittel ausgelöst. Diese Phänomene sind die ersten Symptome und Anzeichen, dass das System, ähnlich wie ein Tumor, aktiv wächst. Für den Einzelnen ist das nicht umsonst. Seine Fähigkeiten sind eingeschränkt und seine Möglichkeiten drastisch reduziert. Mit der Zeit verliert die Person ihre Gesundheit und ihr Bewusstsein. Er versteht nicht mehr, was er konsumiert und was um ihn herum vorgeht. Gleichzeitig mit der Entwicklung von Maschinen und Technologie bildet sich ein entsprechendes technogenes Bewusstsein heraus, ein Kyborg-Bewusstsein, wenn man so will. Das eine ist ohne das andere nicht möglich, alles ist miteinander verbunden. Wenn man sich von Kunststoffen ernährt, wird man ein Kyborg. Wenn man ein Kyborg wird, ernährt man sich von Kunststoffen. Für den Menschen bedeutet das alles eines, er wird in einen Käfig, in eine Matrixzelle gesteckt. Und das ist ganz und gar keine Fantasie. Warum wird das nirgendwo klar und deutlich gesagt? Das ist wiederum logisch. Erstens ist es für das System unrentabel, solche Informationen zu erhalten. Und zweitens ist das Bewusstsein der Menschen bereits ziemlich stark blockiert. Und die ergriffene Aufmerksamkeit wird ständig auf Dinge von zweitrangiger und unwichtiger Bedeutung gelenkt. Das menschliche Bewusstsein ist so angelegt, dass es als Bewusstsein eines Individuums einerseits frei ist, sich aber gleichzeitig nicht in einem Zustand des freien Fluges oder in einem Zustand der Suspension befinden kann. Das Bewusstsein braucht eine Stütze, so wie ein Vogel einen Ast braucht. Wenn seit Beginn der Zivilisationsentwicklung die Religion als ein solcher Schwarm dienen konnte, verlagert sich die Initiative jetzt unmerklich, aber sehr selbstbewusst auf das System, die Energieinformationsmatrix-System. Die Folgen der weit verbreiteten Nutzung des Mobilfunks werden sich irgendwann im Jahr 2035 bemerkbar machen. Niemand weiß, welche Art und welches Ausmaß diese Folgen haben werden. Das Schlimmste daran ist, dass es sich um ein globales Experiment handelt, das an der gesamten Menschheit durchgeführt wird. Und da elektromagnetische Strahlung unter anderem genetische Veränderungen verursacht, kann man davon ausgehen, dass das verrückte Experiment nicht nur an der aktuellen, sondern auch an der zukünftigen, noch nicht geborenen Generation durchgeführt wird. Sind Sie bereit, 20 oder 30 Jahre zu warten, um zu sehen, was die Folgen dieses Experiments sein werden? Können Sie sich vorstellen, wie es in 30 Jahren aussehen wird? Wie wird unser Planet aussehen? Wer von uns wird übrig bleiben? Was erwartet uns? Ein Science-Fiction-Blockbuster, in dem es kaum noch sauberes Wasser oder richtige Nahrung gibt. Wird es eine überbevölkerte Welt sein, in der um Wasser und Nahrung gekämpft wird, oder vielleicht menschenleere Straßen? Es geht nicht nur um die Ökologie unseres Planeten, sondern auch um unsere persönliche Ökologie. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass jemand die Dinge regelt.
Und wir haben keine Zeit zu warten. Wir wollen unsere persönliche Ökologie hier und jetzt sichern, nicht erst in der Zukunft, wenn Produzenten und Händler endlich verstehen, was sie produzieren und womit sie handeln, und wenn Mediziner lernen, wie man Krankheiten behandelt. Ich nutze diese Gelegenheit, um im Namen der russischen Biosphärenbefürworter zu sprechen. Wir rufen einen Klimakongress aus, um all diejenigen zu vereinen, die sich für den Erhalt der Ökologie unseres Planeten und der persönlichen Ökologie einsetzen. Die Verbindung Liebe wird durch die Vorsilbe C gebildet, die sich aus dem Wort Menschen, der deutschen Wurzel Liebe und dem lateinischen Liebe, frei, zusammensetzt. Auch Liebe ist eine Abkürzung des russischen Ausdrucks des Konzept der Liebe, Sicherheit und Freiheit. In einem vom Menschen geschaffenen System ist es höchste Zeit, über persönliche Ökologie, persönliche Sicherheit und persönliche Freiheit zu sprechen. Im Jahr 2009 hat die UN-Generalversammlung im Rahmen des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung Sustainable Development, nachhaltige Entwicklung, eine Entschließung angenommen, in der die beteiligten Organisationen und Länder aufgefordert wurden, sich mit der Frage der Förderung eines Lebens im Einklang mit der Natur zu befassen. Wir unterstützen diese Entschließung, wollen aber noch weitergehen, damit das Prinzip des Lebens im Einklang mit der Natur nicht nur eine Frage der ökologischen Sicherheit auf der Ebene der Staaten, sondern auch der persönlichen Sicherheit für jeden Einzelnen wird. Wenn der Einzelne nicht selbst für seine persönliche Sicherheit sorgt, kann er sich kaum auf die Hilfe des Staates verlassen. Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung gibt es schon seit vielen Jahren, aber es hat sich nichts geändert, oder? Im Gegenteil, die Situation hat sich weiter verschlechtert. Wir rufen nicht zur Konfrontation auf. Der Kampf gegen ein System, das von der Jagd nach Profit beherrscht wird, ist wie der Kampf gegen Windmühlen. Es ist möglich, im System zu leben, seine Vorteile zu genießen und gleichzeitig von ihm unabhängig zu sein und sich vor seinen schädlichen Auswirkungen zu schützen. Zu diesem Zweck ist es notwendig, die Regeln für ein sicheres Leben in einer technogenen Umgebung zu kennen. Zuallererst ist es notwendig, seine biosphärische Herkunft nicht zu vergessen, die Reste der natürlichen Natur in sich und seiner Umgebung nicht zu verlieren, sich nicht in den Prozess der universellen Kyborgisierung hineinziehen zu lassen, sich nicht in eine Matrixzelle zu verwandeln, sondern alles zu tun, um seine Individualität, seine Freiheit, sein Bewusstsein, seine Gesundheit sowie die Biosphäre um sich herum zu erhalten. Die Aufgabe des Übereinkommens besteht darin, die Menschen über die Regeln für ein sicheres Leben in einer technisierten Umwelt zu informieren und die Biosphäre zu vereinen. Und es liegt an Ihnen und mir, uns für ein umweltfreundliches Verhalten zu entscheiden. Es ist ganz einfach. Wir können das System nicht brechen, aber wir können natürliche Produkte und Dienstleistungen begünstigen. Wie Sie wissen, trifft das Angebot auf die Nachfrage. Erstens sollten Sie Lebensmittel ablehnen, die wo Chemikalien, synthetische Stoffe und Zusatzstoffe enthalten, die das vermeintlich Natürliche imitieren. Wir sollten uns bemühen, den Einsatz von Chemikalien und synthetischen Stoffen so weit wie möglich zu reduzieren. Es gibt und wird Alternativen geben, wenn die Nachfrage danach besteht. Zweitens, das Mobiltelefon für den vorgesehenen Zweck zu benutzen, als Telefon, oder, wenn nötig, um einen Radiomodus auszuschalten. Nehmen Sie sie nur bei Bedarf in die Hand, halten Sie sie von Ihrem Körper und vor allem von Ihrem Kopf fern. Die einzige effektive Möglichkeit, direkte Strahlung auf das Gehirn zu vermeiden, ist ein Headset, Kopfhörer und Mikrofon an einem Kabel. Eben auf einem Draht, nicht durch irgendeine andere Strahlung. Drittens, bewusstes Dosieren des eintreffenden Informationsflusses sowie der eigenen direkten Beteiligung am universellen Informationsnetz. Es könnten noch viele weitere Alternativen vorgeschlagen werden, aber selbst diese elementaren Maßnahmen würden ausreichen, um unser Leben gegenüber der Biosphäre deutlich zu verändern. Wenn wir unsere Anstrengungen bündeln, können wir eine Oase der Biosphäre in einem vom Menschen geschaffenen System schaffen. Meine persönliche Überzeugung ist, dass die Biosphäre und die Technosphäre in einem Gleichgewicht existieren können, wenn das System für den Menschen arbeitet und nicht der Mensch für das System. Kümmern wir uns um unseren zerbrechlichen Planeten, um uns selbst und um unsere Kinder. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.